Hallo liebe Modeler und Freunde meines Kanals, ich bin's wieder, euer Max aus dem sonnigen Hamburg. Wir haben Frühlingswetter, blauer Himmel, 7 Grad, wunderschön. Diesmal der VK2 und zwar die Beuteausführung. Ja, die Beuteausführung, da gibt's einiges, was geändert wurde. Und zwar hat er eine deutsche Kommandantenkuppel, er hat ein Notlicht und zwei zusätzliche Scheinwerfer, die über einen Kabelkanal miteinander verbunden sind. Hinten drauf hat er den Korb für die Granaten und ein Zusatzseil, um die Ketten aufzuziehen. Ja, was habe ich euch mitgebracht? Den KV-2 Beutepanzer von Hobbyboss. Achtet mal auf die Luke, die ist auf dem Bild offen dargestellt. Ist so nicht möglich im Bausatz. Maßstab ist 1:48 und dieser Maßstab gefällt mir immer besser. Und ja, schauen wir mal, was drin ist. Jo, da haben wir die übliche Bauanleitung von Hobbyboss. Komisch gefaltet, aber ansonsten gut gemacht und leicht verständlich. Jo, der Bausatz besteht aus 245 Teilen und ist schön detailliert. Auswerfermarken sind da, wo sie hingehören, und zwar in den nicht sichtbaren Bereich. Die Ätzteile sind aus einem schön dicken Material gemacht. Unter anderem liegen auch noch ein paar Drähte und ein paar Kabel bei. Die Drähte sind für die Kabelführung des Panzers, für die Zusatzlichter und ja, die anderen Geschichten für die Abschleppseile, das kennen wir ja schon aus anderen Bausätzen. Was ich mir natürlich noch gewünscht hätte bei den Ätzteilen, das wären kleine Gitter für die Zusatzlüftung des Motors. Das Kanonenrohr ist wieder in zwei Hälften gegossen, wie bei vielen Bausätzen, aber das ist überhaupt kein Problem, da es schön glatt ist und nicht viele Formen hat. Man kann das gut nacharbeiten. So, hier kommen wir jetzt zu den Extrateilen für den Beutepanzer. Da haben wir sie wieder, meine Lieblingskanister, die Luke für den deutschen Panzer, die Granatenbehälter, die Granatenkörbe und die Körbe für die Benzinkanister. Das sind die Gitter, die ich meine, die ich gerne als Ätzteil gehabt hätte, aber es ging nun auch so. Leider konnte ich die nicht separat machen, ich hatte nicht so feine Gitter zur Verfügung. Aber auch hier kaum Auswerfermarken, also schön gemachter Bausatz. Die Ketten sind einfach zu bauen und haben sogar einen Durchhang, was mich natürlich wieder mal sehr freut, weil ich hasse Ketten zusammenbauen. Ihr doch auch, oder? Ja, die Bodenwanne oder Unterwanne auch schön detailliert. Also es gibt tatsächlich nichts, wo ich wirklich drüber meckern könnte bei diesem Bausatz. Und hier haben wir noch eine farbliche Gestaltung. Leider ist nicht angesagt, wo dieser Panzer in diesen Farben unterwegs war, ob es das überhaupt gab oder ob das nur eine Fantasiegeschichte ist. Ich mache den Panzer in Russengrün, weil ich will später im nächsten Video ein Winterdiorama machen und da wird er so aussehen wie auf diesem Bild. Ja, anfangen tut man wie bei den meisten Panzern mit der Unterwanne und die ist relativ schnell zusammengebaut. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Die Passungen sind ja wunderbar, also ich kann jetzt nicht meckern, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe ein kleines Spaltmaß gehabt, aber das kann man auch wieder zuschmieren mit ein bisschen Spachtel. Ja, das kennt man ja manchmal, ne? Das Fahrwerk ist zwar kein bewegliches, aber dafür stehen nachher alle Räder schön auf dem Boden auf. Und das, denke ich mal, ist auch wieder ein Vorteil. Ja, so sieht dann die Unterwanne mit den Schwingarmen aus, wenn sie fertig zusammengebaut ist. Kommen wir nun zu der Motorabdeckung. Die werde ich fest einkleben, da ja kein Motor vorhanden ist und ich keinen Sinn sehe, die hinterher irgendwie offen darzustellen. Wie gesagt, was die Passform angeht, bin ich sehr begeistert. Also das ist schön gemacht. Auch die Maßstäbe passen schön zusammen. Hinten dieses Wärmeleitblech oder was immer das sein soll, ist auch in der richtigen Dicke. Also es gibt keine Probleme. Die Luken könnte man jetzt offen darstellen, habe ich nicht gemacht, weil wie gesagt, es ist nichts in dem Panzer drin und warum sollte ich das machen?
Da haben wir sie wieder, die Lüftungsgitter, die ich gerne mit ein paar Ätzteilen gemacht hätte. Aber wie gesagt, es geht auch ohne. Für ein 1:48 Modell ist der Panzer echt ganz schön groß. Also ich bin der Meinung, der ist ungefähr so groß wie der amerikanische Pershing, den ich gebaut habe. Ich glaube, wenn ich die nebeneinander stelle, sind sie gleich groß. Nur der eine ist ein 1:35 und der andere ist ein 1:48. Also das war damals echt ein ganz schön dickes Biest. Ja, das Abschleifen ging schnell, weil viele Angüsse gibt es nicht bei diesem Bausatz, also zumindest nicht an den Rädern. Ja, hier habe ich auf mein Möchtegern-Dremel einen kleinen Fräser, weil die Räder passen nicht auf die Achsen. Vielleicht, wenn man Kleber drauf macht, werden sie mit Gewalt raufgerutscht. Aber ich habe sie lieber ein bisschen ausgefräst, damit ich sie, wenn ich es gerne möchte, nochmal zwischendurch abnehmen kann. Ich weiß ja nicht, wie ich mit den Ketten weiter verfahre. Also aufgefräst und ging ganz leicht hin und her. Kein Problem. Die oberen Laufrollen mache ich wieder mit meiner Liquidmast fest, weil dann kann ich sie später zum Lackieren nochmal ganz einfach entfernen. Aber das kennt ihr ja schon von mir mit der Liquidmast, ne? So, los geht's mit den Ketten. Das sind kleine Montierhilfen, die klebt man zusammen und die haben im Grunde genommen den Bogen der vorderen Antriebs- oder hinteren Antriebs- und vorderen Leiträder. Man kann jetzt diese ganzen Teile zusammenkleben und praktisch um die Montierhilfe biegen. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt, dass sie mir nachher auf dieser Montierhilfe festkleben. Also habe ich sie nur ganz kurz darauf gelassen und habe es dann gemacht, wie ich es immer gemacht habe. Nämlich den Kleber kurz trocknen lassen und dann einfach rüberziehen über die Räder. Als Montagehilfe nehme ich immer ein Klebeband, womit man praktisch in der Autowerkstatt Zierstreifen vorm Lackieren markieren kann oder maskieren kann, sagen wir mal so. Der Vorteil von diesem Klebeband ist, dass es einfach mehr Spannung aushält als das normale Maskierband. Die Ketten passen auch schön über das Antriebsrad des Panzers rüber. Manchmal hat man es ja, dass man versucht, die raufzusetzen und das Ganze ist leicht versetzt und macht dann Probleme. Aber bei dem Fahrzeug waren die Ketten relativ einfach und schön anzubauen. Ja, Hobbyboss, da gibt es mal ein richtiges Lob für. Jo, und so sieht der Ski denn aus, wenn er zusammengebaut ist. Ne? Zumindest temponär, also noch nicht so richtig, ne? Hier baue ich den Korb schon mal auf den Fender oder auf den Kotflügel des Panzers. Das ist der nachher für die Benzinkanister. Und auch die Fender oder Kotflügel oder wie man die Dinger nennen mag, die klebe ich erstmal mit meiner Liquidmast fest, weil dann kann ich nachher beim Lackieren die Ketten besser entfernen und wieder aufbauen. Also die Ätzteile sind echt schön dick. Achtet mal drauf, wie fett die sind. Also wirklich fantastisch. Und das ist ein Panzer 1:48. Bei den Dingern von MiniArt, der 1:35 waren, das war ja Alufolie, also ehrlich. Ja, hier komme ich jetzt gleich in die erste Falle. Und zwar baue ich die Abschleppseilspanner schon mal rechts und links ein, wie beim KV1. Und das klappt dann nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dazu später. Ja, hinten das kleine Windleitblech oder wie man das nennen mag, habe ich noch ein bisschen verbogen. Das ist nämlich bei allen KV2s oder KV1 so und sieht einfach origineller aus. Auch die kleinen Packkisten habe ich ein bisschen nachgearbeitet. Speziell die Griffe, die gefielen mir überhaupt nicht. Da habe ich dann so ein bisschen Bleidraht genommen. Ja, warum Bleidraht? Der ist zwar ein bisschen dicker. Der Vorteil ist aber, ich kann die Enden platt drücken und dann sieht es ein bisschen aus wie Scharniere. Hier, das meine ich hier, ne? Dieses Plattdrücken. Ja, und das mochte ich einfach besser oder lieber leiden als alles andere. Ja, und reinigen tue ich das Ganze dann wieder mit dem Blibonder, ne? So, jetzt schau dir das mal an. Da baue ich jetzt die Kisten für den deutschen Panzer. Und siehe da,
der Spanner ist im Weg, so ein Scheiß, echt. Ja, wurde leider in der Bauleitung nicht darauf hingewiesen. Zum Glück ist er ganz einfach wieder zu entfernen. Und ja, wurde schnell geregelt und alles passte wieder. So, jetzt kommt der Korb oder die Box für die Granaten, die hinten drauf kommen. Ja, das war ein bisschen Gefummel. Ich habe den jetzt auch, so wie er da zu sehen ist, nicht hundertprozentig raufgesetzt. Das habe ich dann nochmal im Geheim schnell gemacht. Ne? So, die Geschichte mit dieser Kanonenführung. Ja, die ist zwar schön gedacht, aber das Ganze war ein bisschen wackelig und ja, da kein Gegengewicht da war. Also wenn ihr diesen Panzer mal baut, dann macht einfach ein Stück Gegengewicht hinten ran. Das Gelenk ist einfach zu leichtgängig und ich musste das Kanonenrohr dann festkleben. Also wenn ihr es beweglich haben wollt, müsst ihr es ein bisschen anders machen. Aber dafür baue ich die Sachen ja vor, damit ich euch warnen kann, ne? Was ich auch ein bisschen doof finde, ist, dass das Kanonenrohr oben und unten noch so viel Luft hat. Also man hätte das schon so bauen können, dass unten und oben ja die Luft nicht zu sehen wäre. Aber da ich es festgeklebt habe, konnte man es eh nicht sehen und deswegen war es relativ wurscht. So, kommen wir zu der Kommandantenluke. Die wollte ich natürlich gerne offen haben. Das ging nicht, also musste ich sie durchsägen. Ich habe sie dann noch ein bisschen nachgearbeitet und ein bisschen Scratchbau und fertig war die offene Luke. Guck, so hier habe ich eine Verriegelung gebastelt, damit das ein bisschen originaler alles aussieht, ne? Hinterher habe ich gedacht, ich hätte für die Verriegelung einen kleinen Rundstahl oder einen Rundplastik nehmen sollen. Aber jetzt war es angeklebt und ich konnte nichts mehr ändern. Auch der Korb, der wird einfach hinten dran gesetzt. Ja, passt gut, aber es ja, gibt keine Führung oder so. Also das wurde alles hinterher so gebastelt, dass das ein deutscher Beutepanzer ist. Guck mal, und das meine ich mit dem Loch bei der Kanone. Man kann tatsächlich da oben eigentlich durchgucken und unten genau das Gleiche. Hätte man die Rundung einfach ein bisschen länger gemacht, wäre es schöner gewesen. So, die Leitersprossen oder wie auch immer man die Dinger nennt, habe ich natürlich aus Metall gebastelt. Fand ich einfach schöner als die Plastikgeschichten. Oder was meint ihr dazu? So, das sind jetzt ja Metallplatten gewesen, also die waren nicht so richtig gegossen, sondern gewalzt, aber ein klein bisschen Struktur ist doch drauf. Deswegen mache ich das nur mit ein bisschen Kleber und einem Pinsel und ja, mache ein bisschen Struktur rein. Die sollen nur ein bisschen rau sein, also gar nicht richtig wie gegossener Stahl, sondern einfach nur so ein bisschen grob. Jo, und so sieht das Ganze dann aus, nachdem ich mit meinem Kleber fertig war. Und jetzt achtet mal auf das Loch unter der Kanone. Habt ihr es gesehen? Das ist doch scheiß, oder? Mal ganz ehrlich. Ja, ich habe mir ein paar Originalbilder angeguckt. Da habe ich gesehen, dass diese Seitenteile von der Kanonenwiege oder wie man das nennen mag, doch immer teilweise ein bisschen rausgefräst sind. Und diese Narben habe ich jetzt mit dem Drehmehl nachgebastelt. Das Ganze glätte ich dann am Ende mit Kleber und schon sieht das schön original aus. Jetzt muss ich nur noch die Schweißnähte an der Kanone vollenden und dann sieht das Ganze schon einigermaßen original aus. So, weiter geht es mit den Schweißnähten, die die Platten, die Panzerplatten verbinden. Die mache ich diesmal nicht aus Epoxidpaddy, sondern ich nehme den weißen Tamiya-Spachtel, den ich da auftrage und hinterher mit dem Bastelmesser einfach, ja, ich sag mal, ein bisschen bearbeite. Schön durchtrocknen lassen und wenn man dann die Klebebänder abzieht, hat man schöne Schweißnähte. Tada! Was sagt ihr jetzt? Das sind doch schöne Schweißnähte.
Das habe ich an allen vier Ecken gemacht und nachher auch noch oben beim Deckel und dann war die Sache geritzt. Beim Maßstab 1:48 muss man manchmal so ein bisschen anders arbeiten als bei 1:35. Bei 1:72 möchte ich gar nicht daran denken. Ja, das sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus, aber man muss sie dann noch ein bisschen nachschleifen und dann sind die Dinger perfekt. Ja, das war das Ding mit den Schweißnähten. Also, weiter geht's. Jetzt kommen die Kabelführungen für die Lampen. Das sind zwei verschieden dicke Stahldrähte oder Kupferdrähte. Mensch, Max, bleib mal ran. Das sind zwei verschiedene Kupferdrähte. Die dünnen kommen praktisch von den Lampen über die Kotflügel zum Mittelteil des Panzers und in der Mitte kommt dann ein dickes, fettes Rohr. Also das sind zwei verschiedene Stärken. Lassen sich aber beide ganz gut verarbeiten. Das Problem ist, aus diesem runden, zusammengeknüttelten Draht einen geraden zu kriegen. Aber ja, wie ihr das hinkriegt, das kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen. Vielleicht mache ich darüber mal ein Tutorial von 2 Minuten, wie man einen verbogenen Draht wieder gerade kriegt. Jo, und so sieht das Ganze dann fertig gebogen aus, ne? So, dann tue ich wieder alles auseinanderbauen fürs Lackieren vorbereiten. Gut, die unteren Räder hätten jetzt nicht wirklich abgebaut werden müssen. Aber ich habe sie wieder schnell raufgesteckt zum Lackieren. Ja, grundieren tue ich mit dem Surfacer Primer in Rot und den AK Rot. Das sind zwei verschiedene Farben, dadurch habe ich ein bisschen Unterschied in der Grundierung von der Farbe her. Jetzt nehme ich das Grün aus dem Modulierset von MIG, also das, nicht das dunkelste, sondern eine Stufe davor und lackiere meinen Panzer damit erstmal komplett an. Ich möchte hinterher gerne mit Chipping Fluid arbeiten und 2 verschiedene Farbtöne auf dem Panzer haben und deswegen nehme ich erst das fast dunkle Grün. Das Dunkelgrün wäre viel zu dunkel, das ist eigentlich nur für Schatten gedacht. Es sind ja in dem Modellierset immer 4 Farben dabei. Light, ein bisschen dunkler, noch ein bisschen dunkler und ganz dunkel. Die Granaten, Büchsen, Dosen, Behälter mache ich in Iron von Tamiya. Auch die Ketten sprühe ich ganz leicht mit dem Dark Iron ein. Ich möchte sie nicht vollständig lackieren, sondern so, dass noch ein Rot durchscheint. Das soll die Ketten dann ein bisschen rostig aussehen lassen. Ja, weiter geht's mit dem Chippy Fluid, das Heavy Chipping Fluid von AK. Damit sprühe ich den Panzer, in 2 Schichten. Erst eine Schicht, lasse ich schön trocknen und dann noch eine 2. Schicht. Dann hat man das beste Ergebnis nachher beim Rauswaschen der Farbe. Ja, jetzt nehme ich die Farbe, mit der ich praktisch den Panzer als erstes eingesprüht habe, nehme die gleiche Farbe wieder und mache sie einfach nur heller mit ein bisschen Sandfarben. Ich nehme extra ein Gelb, damit das Grün schon erhalten bleibt. Nimmt man ein Weiß, wird es ein bisschen zu kalt. So, und da habe ich meine Kontrastfarbe. So, und wenn das Chipping schön getrocknet ist, dann sprühe ich den ganzen Panzer mit der nächsten Farbe ein. Wie ihr sehen könnt, ist die Farbe um einiges heller, aber das macht das Ganze nachher interessant.
Ja, und los geht's mit dem Chipping. Ich nehme dafür lauwarmes Wasser, streiche den ganzen Kram damit ein, warte einen Moment und dann kann ich mit einem weichen Pinsel das Ganze wunderbar ablösen. Je länger man wartet, je mehr Kontrolle hat man über das, was man abträgt. Ich versuche ungefähr 50% der Farbe wieder abzunehmen. Ja, jetzt sieht mein Panzer aus, als wenn er die Masern hätte. Weiter geht's mit der Farbe von Mr. Hobby, Russengrün 2. Damit sprühe ich den Panzer ganz leicht ein, so dass die Farbe, die darunter ist, noch leicht durchscheint. Überwiegend gehe ich in Ecken und Kanten und da mache ich es ein bisschen dunkler. Ihr seht, ich kriege jetzt einen gleichmäßigen Farbauftrag hin. Unter den Radhäusern gebe ich volle Kanne, also da soll es richtig dunkel werden. Aber auch oben wieder genau das gleiche wie beim restlichen Panzer. Ecken und Kanten ein bisschen dunkler und den Rest nebel ich nur leicht an. Beim Turm arbeite ich dann von oben nach unten oder von unten nach oben, damit ich ein bisschen Streifenbildung kriege. Jetzt nehme ich das dunkelste Grün aus dem Modulation Set. Und zwar ist das nur dafür da, für Ecken und Kanten. Damit will ich eigentlich nur Schatten erzeugen. Was zu viel ist, macht nichts. Das werde ich hinterher noch mit einer anderen Grünfarbe wieder korrigieren. Jetzt nehme ich wieder das gleiche Grün, was ich ganz am Anfang benutzt habe. Das benutze ich für die Stellen, die ein bisschen zu viel Dunkelheit abbekommen haben, um das noch ein bisschen wieder nachzubessern. Ja, und so sieht denn das Ergebnis meiner Lackierarbeiten aus. Kommen wir zum nächsten Schritt. Da mache ich in öligen Stahl die Aufstandsflächen der Räder. Dann ist mir bei den Bildern vom VK2 Beutepanzer ganz am Anfang aufgefallen, dass die Abschleppseile an den Enden ja mit sowas, was ich hier gerade mache, umwickelt waren. Ich weiß nicht genau, was das war, ob das nur ein Draht war oder eine Bandage. Auf jeden Fall habe ich beschlossen, das nachzubauen. Ich finde auf jeden Fall, dass es sehr geil aussieht. So, weiter geht's mit dem Schaufelstiel und dem Hammerstiel, die ich in Braun anmal. Die Zusatzscheinwerfer mache ich in German Grey und die Zusatzpanzerketten mache ich wieder in Dark Iron von Tamiya. XF84 ist das, glaube ich. Ja, genau. Während der Kram trocknet, kann ich meine Kanister ganz schnell mal mit Feld Grey anmalen. So, und jetzt nehme ich das ganz helle Grün aus dem Modellierset, um praktisch die Highlights zu machen.
doppelmalig alle Nieten, Griffe, alles was ein bisschen hoch steht, Tankklappen, einfach mit der hellen Farbe an. So, am Ende habe ich dann eine Schicht Klarlack drauf gemacht. Den habe ich dann locker 12 oder 24 Stunden trocknen lassen. Danach habe ich die Deckel aufgemacht. Damit sie besser kleben, nehme ich von Thermia das Deckelattensive und ganz am Ende kommt dann von Microsol der Weichmacher drauf. Jetzt sind die Ketten wieder dran, da mache ich im Grunde genommen da, wo die Räder aufstehen, mache ich auch die Silberfarbe drauf, weil das sind ja auch die Aufstandsflächen der Räder auf den Ketten. Das heißt, die sind dann auch relativ rostfrei, zumindest für das Diorama, was ich später nochmal bauen möchte damit. Das soll ja ein Schnee- und Eisdiorama sein und da sind die natürlich nicht ganz so eingesandet wie bei Schlamm oder sowas, ne? Die Ketten passen perfekt und lassen sich sehr leicht montieren. Also auch hier wieder ein Lob an Hobbyboss. Die Passungen sind wirklich klasse. Die Ketten zusammenzubauen ist ein bisschen wie Lego. Zusammenstecken, fixieren, knack, fertig. So, jetzt verblende ich die Klebestellen noch ein bisschen mit Farbe und seht ihr, was ich meine mit dem Rot, was noch zwischen dem Dark Iron durchscheint? Das ist genau der Effekt, den ich haben wollte. Ich erinnere mich noch an den SU mit seinen orangenen und blauen Ketten und Rädern. Ja, Zeit die Radabdeckung raufzubauen oder vielmehr nicht nur raufzubauen, sondern auch tatsächlich richtig festzukleben und zu fixieren. Denn jetzt geht's ja zum Endspurt. Ja, jetzt kommen wieder so ein paar kleine Tricks, wie ich Metall rostig darstelle. Und zwar mache ich erstmal verdünntes hellgrau oder weiß, was ich im Grunde genommen in verdünnter Form auf das Material auftragt, dann nehme ich Wasser, reines Wasser und ja, wische das praktisch wieder runter, so dass da eigentlich nur ein hauchdünner Film, also mehr oder weniger ein Wasch drauf ist. Dann nehme ich wieder ein Orange, was ich auch mit Wasser verdünne, nur ein Klacks und pinsel den auch wieder auf das Material auf und am Ende ein bisschen Burnt Amber, auch wieder mit Wasser verdünnt. Achtet mal drauf, ich nehme tatsächlich nur Kleckse. Und die pinsel ich ein bisschen variabel hin und her und immer wieder wasche ich meinen Pinsel im Wasser aus und verschwemme das Ganze. Ja, verschwemmen ist der richtige Ausdruck. Wenn das jetzt ein bisschen angezogen ist, dann nehme ich wieder die nächste Farbe und mache wieder kleine Kleckse auf die Stellen, die praktisch ein bisschen größer sind. Jetzt nehme ich German Grey, das benutze ich dafür, um mit Weiß ein bisschen abzutönen und dann praktisch ja, die Platten in der Mitte von den Ketten nochmal so ein bisschen mehr hervorzuheben. Mit den Farben spiele ich immer so ein bisschen hin und her, immer hier ein bisschen, da ein bisschen weiß, ein bisschen grau, ein bisschen orange. Und ganz am Ende sieht das Ganze tatsächlich aus wie rostiger Stahl. Und diesmal meine ich Stahl und nicht Kupfer.
Zwischendurch trockne ich das Ganze immer wieder mal mit dem Föhn, um das Ergebnis zu sehen. Und ja, wenn ich zufrieden bin, dann höre ich einfach auf. Ja, ich habe jetzt zwei Filter, einmal einen dunklen und einmal einen hellen. Und wenn man nicht weiß, was man für einen Filter benutzen soll, ja, testet man das einfach. Ich hier zum Beispiel an der Unterseite des Turms, ich nehme eine Hälfte mit dem hellen, der ein bisschen grüner ist, gelblich-grün, und den anderen, der ein bisschen bräunlich ist, für die andere Hälfte. Und dann entscheide ich mich einfach. Also ich werde in dem Falle den hellen nehmen, weil der mir mehr zusagt. Den Filter trage ich nur ganz leicht auf, also ich lasiere den Panzer im Grunde genommen. Wenn er trocknet, wird er auch noch wieder heller. Aber es gibt ein schönes Zusammenspiel der verschiedenen Farben am Ende und deswegen sind Filter manchmal gar nicht so schlecht. Ja, der Farbton wird durch den Filter einheitlicher. Also man hat schönere Übergänge, ne? Ja, hier benutze ich jetzt wieder ein selbstgemachtes Ölwash. Das habe ich mir mal selber gemacht in einer Tamiya-Flasche. Einfach ein bisschen Schwarz und Verdünnung dazu und dann habe ich immer das Wash zur Hand. Ich habe das auch in hellbraun und in dunkelbraun und diese drei Farbtöne kann ich dann immer benutzen, wann immer ich sie brauche. Hier zum Beispiel markiere ich jetzt die Kanten von den Deckeln, weil ich die doch ein wenig mehr hervorgehoben haben möchte. Und das geht mit den Ölwash eigentlich relativ einfach. Es ist so eine Art selbstgemachter Panelliner, kann man fast sagen. Wobei das ja, im Grunde genommen für mich einfacher zu verarbeiten ist, weil ich kann die Überreste mit White Spirit wunderbar entfernen, ohne dass irgendwas überbleibt. Beim Panelliner hat man doch immer noch mal so ein bisschen dunklen Schatten. Ne? Das Schöne ist, wenn man mal Mist gemacht hat, dann kann man den mit White Spirit oder mit Ordinary Thinner wieder ganz einfach entfernen. Außerdem finde ich noch einen Vorteil, dass er sehr schnell trocken ist und man das Ergebnis sehr schnell sehen kann. Also, ja, ich stehe auf diese selbstgemachten Ölgeschichten. So, jetzt nehme ich Dump Earth für das Fahrwerk und werde auch den Rest des Panzers damit ein bisschen schattieren. Ich nehme absichtlich diesmal keine Pigmente oder ich sag mal irgendwas, was ein bisschen Erdstruktur hat, weil ich habe ja immer dieses Winterszenario im Kopf und da weiß ich noch nicht, was ich dem Panzer denn antun muss, um das jetzt so zu machen, wie es mir am besten gefällt. Also mache ich ihn jetzt erstmal so, dass er ein bisschen vorgearbeitet ist, ne? Ich habe mittlerweile auch festgestellt, dass ich keinen Panzer so baue wie den anderen. Man denkt eigentlich, die Schemas, die man irgendwie macht, die gewöhnt man sich an und benutzt immer dasselbe Schema. Nein, das ist nicht so. Mal benutze ich Pigmente, mal benutze ich hier so eine Geschichten. Das kommt immer ganz darauf an, was ich eigentlich vorhabe. Also ich plane das auch nicht wirklich, das mache ich intuitiv. Auch hier mache ich jetzt die Dump Earth nur in die Ecken, um im Grunde genommen eine Schattierung darzustellen. Das könnte man natürlich auch mit Öl machen, aber ich wollte das mal hier ausprobieren. Ne? Und ich muss sagen, dass mir das Ergebnis nachher am Ende sehr gut gefallen hat. Ne? Hier ist zum Beispiel nämlich den White Spirit, um das Ganze so ein bisschen zu verblenden. Ja, ich tupfe auch nur, ich pinsel gar nicht wirklich, also ich tupfe das White Spirit nur auf, um einen schönen Übergang hinzukriegen, ja? Ich denke, dabei ist wichtig, dass man immer von innen nach außen arbeitet. Das
Das heißt, ich fange nicht am Rand an mit dem Verblenden, sondern ich fange ziemlich vor der Kante an und versuche sie dann so ein bisschen zurückzuschieben. Und je mehr ich zur Mitte komme, je mehr verblende ich mit frischem White Spirit. Hier zum Beispiel nutze ich das Ganze ein bisschen aus, um so eine Art Streakings zu kriegen auf dem Panzer, also irgendwelcher Dreck, der von dem Panzer runterläuft. Ne? Ich benutze die Lamp Earth auch auf dem Dach des Panzerturms, aus dem einfachen Grunde, die Soldaten klettern ja auf diesen Turm rauf und haben dann auch Dreck unter den Füßen. Und dieser Dreck, der soll sich natürlich auf dem Dach auch ein bisschen verteilen und deswegen benutze ich ihn auch da. Nur ich werde ihn da stark verdünnen, so dass er nur an den Rändern praktisch zu sehen ist, also als wenn er vom Regen so ein bisschen in die Kanten gespült worden ist. Das Komische an diesen Geschichten ist, man macht einfach und ich denke gar nicht darüber nach, was ich eigentlich da tue. Und der Panzer wird mehr und mehr so, wie ich ihn mir eigentlich vorstelle, als ob im Grunde meine Hände wüssten, was ich am Ende produzieren möchte. Auch hier trockne ich wieder mit dem Föhn ein bisschen nach und kann dann wieder korrigieren mit einem halbtrockenen Pinsel. So habe ich im Endeffekt ein dreckiges Dach geschaffen, was nicht übermäßig verschmutzt ist, sondern tatsächlich nur so aussieht, als ob ja, eine ganz dünne Schicht einfach drauf ist. Ganz am Schluss nehme ich einen ganz trockenen Pinsel und vertreibe einfach nochmal so die einzelnen Pigmente, die in der Dump Earth drin sind. Das heißt, eigentlich ist das ja eine Verdünnung mit Pigmenten und die kann man natürlich auch mit einem trockenen Pinsel schön vertreiben. So, in der Phase hat meine Kamera leider ein Part nicht aufgenommen, ich weiß nicht warum. Ach, ich brauche unbedingt eine neue Kamera und dieses Handyfilm muss aufhören. Aber die Kamera, die ich haben will, gibt es zurzeit nicht. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt hier das Ergebnis. Ich habe ein bisschen mit Streaking Grime den Turm behandelt und ja, die Auspuffanlage, ja den Ruß von den Auspuffgasen aufgetragen, ne? Also im Großen und Ganzen ist es gar kein Hexenwerk gewesen. Ihr wisst schon, wie man Streakings aufträgt und wie man ein bisschen Ruß an Auspuffanlagen macht. Aber das werde ich bei den nächsten Videos nochmal zeigen und ja, dann könnt ihr das übertragen auf eure nächsten Modelle. So, weiter geht's mit Lackabplatzern, den sogenannten Chipping. Das mache ich mit dem Schwamm und dem Hellgrün aus dem Modulation-Set. Scheiße. Ja, da habe ich die hellste Farbe genommen und damit mache ich jetzt praktisch die Lackbeschädigung. An der Leiter natürlich ein bisschen mehr und an den Kanten, weil da gehen die Soldaten hoch und runter. Und ja, je nachdem, wo es mir gerade so in den Sinn kommt, mache ich dann so ein bisschen Beschädigung. Auch hier an den Ecken und Kanten der Kisten, da ist natürlich besonders viel Abrieb, weil man da immer wieder anfasst. Man muss eigentlich nur das Ganze dahin machen, wo ja viel Bewegung ist. Ne? Da, wo ich keine Streakings haben möchte, nehme ich mir ein Stück Pappe, um das Ganze abzuschirmen. Jetzt nehme ich von der Abteilung 502 das Shadow Brown. Damit mache ich jetzt die zweiten Chips. Es ist ein dunkles Braun. Das mache ich auch wieder dahin, wo ich vorher mit meinem Chipping war. Das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe und soll nicht nur ja, Chips darstellen, sondern auch einfach Dreck und Verschmutzung, die im Laufe der Zeit an den Panzer rankommen. So,
So ein Panzer hat es ja nicht nur mit Dreck zu tun, sondern auch mit Ruß und irgendwelchen Einschlägen oder Verbrennung, und das soll diese dunkle Farbe ein bisschen tauschen. Also schon eine starke Abnutzung des Materials. Das ist auch der Grund, warum ich das Ganze nicht so gleichmäßig mache, sondern relativ kreuz und quer, weil bei Verdreckung ist es auch so. Da kann man sich nicht aussuchen, wo der Dreck oder wo auch immer was hinfließt. Also wichtig ist, dass man es immer erstmal vorsichtig angehen lässt und dann erstmal ein bisschen Abstand zum Modell hat. Also 10 Minuten einfach mal stehen lassen, den Raum verlassen, von Weitem mal angucken, und ja, dann sieht man schon, wie weit man noch gehen kann. Aber man muss einfach immer so ein bisschen entspannt daran gehen, sonst kann man es schnell versauen. Ja, und so sieht das Ganze dann aus, nachdem es, ja, passiert ist. Weiter geht's mit den Kanistern. Da nehme ich das XF5, so ein Flat Green. Das ist die erste Schicht. Danach nehme ich das Cockpit Grün und mache auch noch ein paar Chips auf die Kanister. Die sollen ja auch ein bisschen abgenutzt aussehen, oder? Jetzt nehme ich die Trockenbürstfarbe von MIG, die habe ich immer geholt. Ist nichts Besonderes, kann man auch mit anderer Farbe machen. Also man braucht nicht extra die Dinger dafür. Aber ich habe sie nun mal und benutze sie dann auch. Und wieder sind wir bei selbstgemachten Ölwash. Das ist jetzt das Dunkelbraun. Damit mache ich jetzt nochmal die ganzen Ränder und Kanten, um sie noch mehr hervorzuheben. Und im Grunde genommen noch ein paar Verschmutzungen im kleinen Stil dem Ganzen beizufügen. Meine Kanister klebe ich wieder mit Liquid Mask fest, weil vielleicht brauche ich sie beim Diorama noch woanders, und dann kann ich sie ganz einfach wieder entfernen. Auch hier mache ich wieder das braune Ölwash oben auf die Griffe, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Ja, letzte Schicht Klarlack, wieder von WMS, den Mattlack, den verarbeite ich am liebsten, der ist richtig schön matt, man kann ihn schön dick auftragen und er trocknet sehr, sehr schnell, also auch ein tolles Produkt. Ja, nachdem alles getrocknet ist, kriegt die Antenne noch ihre Farbe, und ja, was fehlt jetzt noch? Eine Sekunde, ich bin gleich wieder bei euch. Ja, na, so sieht der Panzer auf jeden Fall jetzt schon mal aus. Also eigentlich ist er fertig. Viel fehlt nicht mehr. Mir gefällt das alles schon sehr gut. Die Ketten werde ich jetzt auch erstmal so lassen. Und der Rest, der kommt dann im Grunde genommen, wenn ich mein Winterdiorama mache. Da wird er dann nochmal, ja, in weiße Tarnfarbe gehüllt werden. Und ja, im Grunde genommen geht es dann weiter. Aber für diese Sequenz ist er eigentlich jetzt fertig. Was heißt eigentlich? Ich denke, er ist fertig. Also, ich werde euch jetzt noch mal ein paar schöne Fotos zeigen von dem Panzer, und ich sehe euch dann hoffentlich wieder bei dem Winterdiorama mit dem VK2 Beutepanzer. Tschüss!